Hallo zusammen hier in der Film-Lounge. Letzte Woche gab es ja schon Top 10 Soundtracks, Teil 1, jetzt der zweite Teil. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Deswegen gibt es hier nochmal 10 aus meiner Sicht brillante Scores und Soundtracks für euch. Ich habe euch bei der letzten Folge versucht, so einen schönen Mix zu geben. Jetzt auch, fange diesmal mit einem Klassiker an, Rocky. Auch da ist der Themensong natürlich total bekannt. Aber auch ansonsten war die Auswahl der Songs und wie es alles geschrieben worden ist von Bill Conti wahnsinnig gut und erinnert einen, wenn man die Songs jetzt noch hört, eben an die gute alte Zeit, in der Sylvester Stallone eben diese coolen Filme gemacht hat. Mittlerweile aus meiner Sicht ja nicht mehr ganz so. Deswegen ist das so ein schönes musikalisches Relikt an die gute alte Zeit. Ein sehr musikalischer Film ist ja auch Broken Circle Breakdown gewesen. Und hier gibt es ja eine eigene Band, nämlich die Broken Circle Breakdown Bluegrass Band. Und die hat den kompletten Score bzw. Soundtrack geschrieben und gesungen. Ist ein Stil, dieses Bluegrass, so ein bisschen Country, Folklore und Co., der mir jetzt privat gar nicht so zusagen würde. Hier funktioniert er aber, weil er natürlich in diesem Kontext, wenn man den Film gesehen hat, noch eine ganz andere Kraft hat. Gleichzeitig aber auch so einfach echt so gut ins Ohr geht. Und muss ich sagen, ist ja immer noch ein Film, der unterschätzt wurde oder wird meiner Meinung nach. Also sowohl Film anhören, danach den Soundtrack kaufen, lohnt sich, versprochen. Manchmal ist ja auch so ein Soundtrack weitaus besser als der restliche Film. So ist es mir ergangen bei Tron Legacy, ein Score und Soundtrack von Daft Punk, der unfassbar geil ist. Also was das für einen schönen, elektronischen, kreativen, innovativen Sound in die Ohren ballert, wirklich so richtig rein ballert, das ist sensationell und passte zur visuellen Umsetzung von dem Film einfach wirklich perfekt. Und es ist auch ein Score, ein Soundtrack, den ich mit Abstand am häufigsten privat so noch einmal gehört habe. Nur habe ich da diesen Zusammenhang zum Film irgendwie völlig verloren, weil mir der Film nicht so gefallen hat. Aber wer ein tolles elektronisches Album hören will und den Film gar nicht gucken möchte oder gesehen hat, der kann trotzdem bedenkenlos zugreifen. Wirklich richtig gut und dafür sorgen, dass man eine gute Bassbox hat. Dann geht es nämlich doppelt ab. Auch ein Soundtrack, den man nicht vergessen darf. Und man könnte jetzt sagen, so Standardgrütze. Aber Leute, König der Löwen gehört einfach dazu. Hans Zimmer kreiert meiner Meinung nach auch noch eine seiner allerbesten Kreationen. Und sowohl diese Anfangssequenz auf Swahili, ich kann es nicht richtig aussprechen, ist aber schon so richtig toll mit diesen afrikanischen Klängen. Dazu natürlich dann noch die Songs von Elton John, gemixt mit einem Film, den man natürlich nicht vergessen kann, weil man auch damit groß geworden ist. Gibt das einen Mix und sobald ich die CD reinwerfe, ach Leute, ist das schön und entsprechend. Natürlich auch einer der besten Soundtracks ever. Mit Mary Poppins hatte ich in der ersten Folge, die ich euch natürlich nachher auch nochmal verlinke, bereits ein Musical integriert. Jetzt mit der Rocky Horror Picture Show auch noch ein weiteres. Geht natürlich stilistisch in eine ganz andere Richtung, ist aber hier auch auf dem Punkt. Und da merkt man eben, wenn eine Musik wirklich extra fürs Musical geschrieben worden ist in dieser einen Sprache und das dann auch noch so genau so verfilmt wird, dann funktioniert es einfach und macht einfach saumäßig viel Spaß. Ist ja absoluter Kult und wird ja auch jährlich immer noch aufgeführt, sowohl in Kinos als auch auf den Bühnen. Und die Musik ist zeitlos und funktioniert dementsprechend auch noch. Aber sollte man mal schauen, es gibt immer mal wieder noch so wirklich die Originalaufnahmen auch vom Film. Ist ja schon ein bisschen was her. Lohnt sich wirklich mal so ein bisschen das Netz zu durchforsten. Man braucht nicht immer selbstgeschriebene Musik für einen Film oder eben nur die musikalische Untermalung, sondern man kann auch einfach ganz viele tolle Songs zusammenwerfen. Und das wurde bei Garden State gemacht mit einer sensationellen Auswahl. Coldplay, als sie noch so klein melancholische Musik gemacht haben, findet da genauso viel Platz wie The Shins und eben andere ganz, ganz großartige Indie-Bands und Songschreiber. Und auch das ist so ein absolutes Merkmal des Films. Er hat einen tollen Soundtrack und macht diesen Film eben doppelt, dreifach sehenswert und eben auch hörenswert. Also auch hier den Soundtrack unbedingt besorgen. Ebenfalls ein absoluter Klassiker, natürlich John Williams, Star Wars. Ich meine, selbst wenn jemand den Film nicht gesehen hat, selbst wenn jemand nicht einmal weiß, dass es Soundtracks gibt oder noch nie einen Film auf dem Planeten gesehen hat, ich bin mir sicher, dass man das Thema von Star Wars auf jeden Fall kennt. Auch dort immer sehr imposant alles komponiert, aber hier sticht das Thema natürlich sehr raus, wobei man auch sagen muss, dass die einzelnen Figuren ja auch so ihren eigenen musikalischen Klang haben. Und wenn man manchmal nur einen Film schaut und nur mal die Musik hört, ist das ein ganz anderes Erlebnis und dann wird einem erstmal bewusst, zum Beispiel auch bei Star Wars, dass fast nonstop Musik läuft und Star Wars gehört eben einfach zu den absolut besten der Filmgeschichte.
Jetzt gibt es für euch einen Soundtrack, den ihr wahrscheinlich in allen anderen klassischen Soundtrack-Listen oder von Filmliebhabern nicht drin finden werdet. Aber es ist mir eine Herzensangelegenheit. Save the Last Dance, Leute, der Soundtrack läuft heute noch in den Clubs. Ob das so das R&B-Album damals von Pink war, ganz viele andere coole Leute sind dabei. Casey und JoJo, 112, so wirklich so die R&B-Hip-Hop-Klassiker. Oder mit Murder, She Wrote, kann man heute noch richtig geil drauf tanzen. Und war einfach für mich so ein Film, bei dem ich dann auch so ein bisschen, auch wenn es der kommerzielle Bereich war, vom Hip-Hop aber so mitgenommen habe. Und ich höre die Musik heute noch gerne und freue mich eben auch, wenn im Club dieser Song läuft, da habe ich immer das Gefühl, okay, jetzt musst du cool sein, hat noch nie jemand gemacht und so ein paar Moves aus dem Film zeigen. Das geht zu der Musik natürlich mit Abstand am besten. Manchmal wird auch durch die Musik ein Film nachher überhaupt erfolgreich oder ein ganzer Künstler sogar nur dadurch berühmt. So passiert bei Berlin Calling. War eigentlich eher so ein Szenefilm, Elektroszene, Berlin. Natürlich war Paul Kalkbrenner jetzt Elektrofans schon ein Begriff. Aber sind wir ehrlich, erst durch diesen Film und eigentlich sein Album, was gleichzeitig der Soundtrack zum Film war, wurde er wirklich bekannt, dass er plötzlich vor tausend Leuten aufgetreten ist. Und entsprechend ist es aber auch wirklich so ein absolutes Mammutwerk zu sagen, hör dir auf jeden Fall mal Berlin Calling an. Geht auch eben ohne Film, funktioniert mit Film doppelt und dreifach gut und ist irgendwie verrückt, wenn man weiß, okay, das ist eigentlich so der große Durchbruch von Paul gewesen. Und ja, sollte man auf jeden Fall mal rein. Und einen Soundtrack darf man natürlich auch nicht vergessen, 60er Jahre Mucke auf die Fresse. Pulp Fiction hat natürlich nicht nur kultige Dialoge, sondern auch eine wahnsinnig coole musikalische Begleitung. Wobei man dazu wissen muss, ist, dass dieser Sound immer so 60er Jahre ist, nicht alle Songs kommen aber aus den 60ern. Einige wurden auch erst in den 90ern oder zum Film geschrieben und komponiert, klingen aber eben nach 60er. Und das muss man dann auch erstmal machen, dass man eben einen Stil hat, der nicht irgendwie aufgezwungen sich anfühlt oder anhört, sondern wirklich in einem Guss mit allen anderen Originalsongs aus den 60ern mithalten kann. Jetzt habe ich euch quasi 20 Soundtracks vorgestellt. Wer sich jetzt fragt, so, hä, es waren auch nur 10? Ja, die ersten 10 gibt es aber in dem letzten Video von Top 10. Schreibt doch jetzt nochmal eure Scores und Soundtracks rein. Vielleicht sind ja ein paar dabei gewesen, die euch auch sehr gut gefallen oder vielleicht fehlen euch ein paar. Schreibt es gerne rein oder schaut euch einfach die letzte Folge von iHeartFilm an. Gibt es hier unten rechts und sehen wir uns doch hoffentlich bald wieder bei einem neuen Video in der Filmlounge. Macht es gut. Adieu.